Und dass wir alle oben bleiben wollen, das ist ja auch klar. Und dafür wird jetzt auch gleich noch ein paar Worte sagen Dr. Eisenhardt von Löper, der Sprecher des Aktionsbündnisses für den Kopfbahnhof 21 in Stuttgart. Bitte, Eisenhardt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Berlinerinnen und Berliner, auch wenn wir noch etwas mehr Medien uns wünschen. Es ist ein großartiger Tag, dass das hier so öffentlich stattfindet. Und ich möchte gleich mit dem Hauptereignis, das die letzte Zeit viele bewegt hat, beginnen. Und zwar mit dem Ereignis von Rastatt am 12. August ist es zu diesem Schadensereignis gekommen, für das das Verkehrsministerium und die Bahn zentrale Verantwortung tragen. Dahinter steht eine Risikomentalität, die brüst über die Interessen des öffentlichen Verkehrs, der Menschen, der Pendler und über die Interessen der Wirtschaft in der Region zwischen von Norden bis Süden, also in dieser Magistrale zwischen Karlsruhe und Basel, einfach hinweggeht. Und das Ergebnis sind knappe 2 Monate Streckenstilllegung, ein beinahe enormer Unfall mit beinahe Toten und eine wirtschaftliche Schädigung, die sich gewiss in Milliardenhöhe bewegen wird, wenn man nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die Folgen, die Schadensfolgen für all die Unternehmen ansieht, die nun auf die Straße gezwungen wurden und die sogar Probleme mit der Produktion und mit der Lieferung und so weiter hatten. Das ist alles fatal. Nur das Besondere, was uns jetzt als Bürger- und Demokratiebewegung gegen Stuttgart 21 bewegt, die gleiche fatale Risikomentalität kennen wir aus dem Problemfeld Stuttgart 21. Ich kann es hier kurz machen, möchte nur hervorheben, die Staatsanwaltschaft Berlin hat unsere Strafanzeige nun ernst genommen, den Anfangsverdacht bejaht und seit letzter Woche förmliche Ermittlungen bestätigt. Und das ist ein Erfolg dieser Bewegung, dass nun endlich auch die Staatsanwälte gegen die leitenden Bahnchefs, sowohl die amtierenden Lutz und Pofalla wie die vorherigen Gruber und Käfer, und gegen den Aufsichtsratschef Felcht ermitteln wegen gemeinsamer, fortgesetzter, strafbarer Untreue, die mit mindestens 5 Jahren Gefängnis bedroht ist und die natürlich bei entsprechender Schwere noch schwerere Folgen nach sich ziehen kann. Nun ist das Geheimnis dieser Geschichte ja eigentlich das, dass die Fakten alle bekannt sind und dass dahinter ein politischer Wille steht, Verkehrsministerium und die Kanzlerin Angela Merkel, die dafür verantwortlich zeichnen, dass diese Dinge mit einer so riskanten, fatalen Risikomentalität bei der Bahn stattfinden. Ich erwähne nur ganz knapp, 4 bis 6 Milliarden Euro werden in den Sand gesetzt, dadurch, dass man den Umstieg von diesem Murks-Projekt unterlässt. Zum Zweiten die Schiefebene, 6 Meter Höhenunterschied innerhalb des Bahnhofs, also eine Gefährdung durch Wegrollvorgänge und auf den Bahnsteigen selber, die ein Dreifaches dessen des Kölner Bahnhofs beinhalten, wo eine amtliche Auskunft der Bundesregierung gegenüber der Fraktion Die Linke zum Ausdruck bringt vom Juli 2015, dass innerhalb von 4 bis 5 Jahren 22 Wegrollvorgänge mit 8 Verletzten vorhanden waren, sodass der Gefährdungsgrad bei einer entsprechend 2 bis 3-fach höheren Gefälle größer ist, und das für die gesamte Laufzeit dieses Bahnprojekts. Das ist so hirnrissig, dass dieser Gesang von Gerd Schinkel, die Ballade, dass die hier wirklich sehr treffend ist. Es ist unglaublich, dass die Politik sich dazu hergibt, statt dass sie den Mut hat,
die Dinge den Dingen grundsätzlich nachzugehen, aufzuarbeiten und zukunftsgerichtet diese Gefährdung zu unterlassen. Und das, was der Sache noch die Krone aufsetzt, ist ja nicht nur die Verkleinerung des Bahnhofs. Ein Drittel der Verkehrsbedürfnisse können nicht mehr befriedigt werden. Die Stadt Stuttgart, die Metropolregion, sinkt auf ein Kleinstadtniveau herab, sondern dass durch das Anhydrit eben jetzt die Parallele zur Rastatt auf Dauer gesehen ein Dauerbrenner von Streckenstilllegungen zu erwarten sind. Das ist also in höchstem Maße unzumutbar und schädigend. Und jetzt die zum Abschluss erwähne ich, dass das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 ja im Vorfeld der Bundestagswahl den Spitzenkandidaten der Bundestagsparteien entsprechende Fragen gestellt hat, wie sie die Parallelen, ob sie Parallelen von Rastatt zu Stuttgart 21 sieht und welche Aufarbeitung sie für notwendig hält, um die Verkehrspolitik wieder voranzubringen und wie sie es sieht im Blick auf die Mentalität des Managements der Bahn und des Bahnaufsichtsrats. Da kann ich nun hier öffentlich Folgendes bilanzieren. Zum einen gibt es eine Art bei den großen Parteien ein Schweigekartell. Man hat das nicht beantwortet. Die CDU hat ja sowieso durch die Kanzlerin Angela Merkel hervorgehoben, dass sie mit dem Projekt Stuttgart 21 die Zukunftsfähigkeit Deutschlands verbindet. Das ist nun genau in der entgegengesetzten Richtung, wenn man der Realität begegnet. Und die CDU hat dazu geschwiegen. Deshalb sind wir ja auch hier, um dem Bundesverkehrsminister von den Unionsparteien zu sagen, so geht es nun wirklich nicht mehr weiter. Die SPD hat leider auch geschwiegen. Sie meidet wohl das Thema, weil man noch nicht weiß, wie die öffentliche Resonanz der Wählerstimmen dazu wäre, wenn man etwas mehr Mut hätte. Mut dagegen, die AfD haben wir nicht befragt, weil wir das nicht für notwendig und angebracht hielten, weil sie kein wirklich demokratisches Fundament aufzuweisen hat. Und Rechtslastigkeit ist das Letzte, was unsere Zeit zukunftsgerichtet brauchen kann. Es gibt dann Antworten von den Grünen, die haben immerhin zum Ausdruck gebracht, dass es Parallelen von Rastatt zu Stuttgart 21 gebe. Und um es kurz zu sagen, sie haben es auf den Punkt gebracht, es sei ein Warnschuss zu Stuttgart 21. Das ist aus unserer Sicht etwas dürftig, aber es ist immerhin ein Stück Nachdenklichkeit, das hier öffentlich zelebriert wird. Bei der Fraktion Die Linke durch Herrn Bartsch ist eine klare Haltung nicht nur zum Thema Rastatt und Stuttgart 21, sondern auch im Blick auf die Konsequenzen da, dass man sagt, hier müssen unbedingt Konsequenzen bei der Verkehrspolitik und bei Stuttgart 21 im Sinne eines Umstiegs von Stuttgart 21 stattfinden. Da ist die klarste Linie vorhanden. Diese Bilanz wollte ich hier einfach auch öffentlich mitteilen. Unser Aktionsbündnis wird das sicher auch im Internet auslegen, sodass es im Einzelnen zu den Feinheiten der Antworten nachlesbar ist. Und das habe ich hiermit auch eröffnet. Es bleibt also dabei, dass wir damit sehen, wie die Parteien ticken. Ich möchte hervorheben, dass es aus unserem Interesse einen ganz riesigen Bedarf der Umstellung nach der Bundestagswahl gibt. Wir müssen da am Ball dranbleiben, denn der Umstieg ist notwendiger denn je. Danke.